Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure Doppelpunkt Psy Folge 27 zum neuen Kontinent. Also erstmal vorweg, die Folge war wirklich ziemlich hässlich animiert. Die Kinder, die Digimon, die Attacken, eigentlich alles bis auf Metallgreymon. So, Kushiro hat dann erstmal das Update auch Taichi, Yamato und Takeru gegeben und erklärt, was es ist. Es ist nicht der Modus, den Metallgreymon und Verigarurumon einfach so plotmäßig bekommen haben, um noch mehr hervorzustechen und um noch cooler zu sein, als sie sowieso schon sind. Nö, sondern sie haben jetzt die Möglichkeit, jederzeit Daten über ihre Digimon oder andere Digimon herbeizurufen. Also ein Analyzer. In der Tat nett, aber nicht neu, denn das hatten wir ja bereits in Digimon Tamers, wo ja jeder Tamer durch sein D-Power bzw. D-Arc in der Lage dazu war, die Daten von anderen Digimon eben einsehen zu können. Ja, dann ging es immer noch um die Tsurumon. Kushiro hat halt erklärt, dass sie im Internet sind und Daten fressen und damit Probleme in der realen Welt verursachen. Und natürlich gab es auch wieder Probleme in der realen Welt, weil die NASA Probleme hatte. Und ich muss sagen, muss es immer sowas verdammt Extremes sein? Naja. Warum die Kinder übrigens auf Eldoradimon unterwegs waren, muss ich auch nicht verstehen. Habe ich was in der letzten Folge verpasst? Wurde nicht eigentlich auch gefragt, wo Eldoradimon ist und war es nicht einfach so weg? Und jetzt sitzen sie alle wieder auf ihn, nur um eben bequem über das Meer reisen zu können. Toll. Nett war natürlich, bevor halt die Probleme in der NASA aufgetreten sind, beziehungsweise Kushiro und Co. die bemerkt haben, ist man so ein kleines bisschen auf Ikari eingegangen. Ja, Taichi hat halt gefragt, wie sie da hinkam. Das wusste sie aber nicht, die anderen wussten es auch nicht. Die haben einfach nur gesagt, dass da so ein helles Licht war. Ja, dann hat Taichi gefragt, ob sie ein Digivice hat. Das hat sie nicht. Dann hat sie natürlich auch ein bisschen auf die Digimon reagiert. Allerdings natürlich nur auf Agumon, weil das ja der Partner von ihrem Bruder ist, den sie niedlich findet. Okay. Und natürlich auf Patamon, den sie auch niedlich findet und weil ja Takeru genauso alt ist wie sie. Gut fand ich aber auch, dass Sora halt gefragt hat, ob Takeru der Bruder von Yamato ist, weil er hatte ihr ja auch schon ein bisschen was erzählt. Joe war aber natürlich mal wieder total albern und dumm und ehrlich gesagt, ich find's langsam lächerlich, weil in Digimon Adventure ist Joe wirklich noch ein guter Charakter, der sich weiterentwickelt und ich finde ihn eigentlich richtig super da und hier ist er einfach nur die Witzfigur. Dann kamen ein paar Blitze, waren keine normalen Blitze, die haben gezielt Eldoradimon angegriffen und Leomon und Co. haben die abgewehrt und gesagt, die Kinder sollen weiter zu der Insel schwimmen und fliegen. So, dann waren da viele Tortomon, die haben die Kinder angegriffen und Taichi und Agumon sind natürlich von Kabuterimon runtergesprungen. Agumon ist zu Greymon digitiert, Taichi konnte auf einmal so passend auf Greymon zufliegen, obwohl er weiter weg von ihm war, konnte sich an ihm festhalten und Greymon hat die dann erstmal alle alleine angegriffen. Musste dann natürlich auch Kabuterimon und Birdramon Rückendeckung geben, damit die ja landen können. Ja, und die Tortomon sind auch relativ schnell wieder abgehauen, weil dann nämlich Groundramon auftauchte. Groundramon ist eins meiner absoluten Lieblings-Digimon und ich finde es cool, dass es endlich einen Anime-Auftritt bekommen hat, aber es hatte natürlich keinen Charakter, aber dafür war es zumindest ziemlich stark. Denn ja, es ist ein sehr starkes Ultra-Level-Digimon und die Kinder und ihre Digimon hatten halt keine Chance und sind deswegen alle auf das Ultra-Level digitiert. Aber Taichi hatte gesagt, dass sie sich verteilen sollen. Dass Garurumon nicht getroffen wurde, okay, der ist schnell. Dass Ikakumon getroffen wurde, okay, der ist am Land natürlich nicht so schnell. Warum wurde aber Togemon getroffen, also gepackt, und nicht Greymon? Hä? Ich meine, Greymon ist nicht schneller als Togemon. Das ist ein fetter Dinosaurier. Ja, und natürlich konnte Greymon auch genauso hoch springen wie Garurumon. Hallo? Was kann Greymon denn eigentlich bitte nicht, hä? Ja, dann wie gesagt, sind sie jetzt zum Ultralevel digitiert. Ja, zum Glück konnten sie Ikakumon und Togemon dann auch befreien und die sind dann auch zum Ultralevel digitiert, aber sie hatten halt eben alle keine Chance. Bis dann natürlich wieder der Modus vorkam, mit dem sie aber auch erst keine Chance hatten, also zumindest nicht mit dem von Verigarurumon. Denn natürlich, als Taichi, weil Joe hat eigentlich den Ansatz gegeben, er hat halt gesagt gehabt, dass das Digimon von außen zu hart ist. Also kam Taichi auf eine Idee, Greymon bekommt den Modus, natürlich fängt dann auch der Shinka-Song bei ihm an. Ja, und dann war es halt so, dass er extra in das Maul reingeflogen ist und er hat gesagt, dass die anderen, wenn das Maul weit genug offen ist, angreifen sollen. Sie haben dann natürlich angegriffen und es war auch toll, dass es mehr oder weniger auch ein Kampf zusammen war. Natürlich war trotzdem Metall-Greymon und Taichi, die waren halt trotzdem im Mittelpunkt, ne? Aber dass Metall-Greymon absolut nicht getroffen wurde, fand ich irgendwie lächerlich. Am Ende der Folge wurde es dann nochmal lächerlicher. Ich meine, gut, Darknetmon tauchte dann auf, das war gut. Und Patamon ist dann verdammt billig digitiert. Und ich meine damit nicht die Digitationsszene, sondern einfach dieses, dass Takeru da wieder todesmutig steht und sagt, ja komm Patamon, wir wollen auch mitkämpfen. Ja, das wollen wir. Bam, Patamon, Shinka, Angemon. Einfach so total unspektakulär und seien wir mal ehrlich, ich hätte mir irgendwie das besser vorstellen können. Also ich hätte dann ehrlich gesagt es besser gefunden, wenn jetzt die anderen gegen Darknetmon gekämpft hätten und wenn Patamon dann einfach in der nächsten Folge digitiert wäre und da Darknetmon ja irgendwie ein finsteres Digimon ist,
dass Angemon dann eine Chance dagegen gehabt hätte und die anderen halt eben nicht. Aber so war das halt sehr unspektakulär. Naja, im Endeffekt war die Folge halt okay, aber sie hätte wieder besser sein können, wieder diese ganzen Kämpfe und so, es war einfach langweilig und Taichi und Agumon bzw. Greymon, Metallgreymon, gehen mir irgendwie total auf den Keks. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr zu Patamons Digitation zu Angemon, was sagt ihr wieder zu Taichi und Greymon, was sagt ihr zu Hikari und natürlich auch zu Grounddomon, der seinen ersten Anime-Auftritt hatte, schreibt es mir wie immer in die Kommentare.